Hallo alle zusammen. Ich freue mich, euch zu unserem heutigen E-Seminar von der linearen Wirtschaft hin zur Kreislaufwirtschaft, Materialeffizienz als Baustein des Circular Economy begrüßen zu dürfen. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Sarah Lehmann und ich bin Sprecherin des VDE Youngnet. Der VDE setzt sich als Mission VDE für eine lebenswerte Zukunft. Doch wie kann man eine Zukunft im Kontext des Klimawandels überhaupt aussehen? Tun wir genug, um eine lebenswerte Zukunft überhaupt noch zu erleben? Wir als VDE Youngnet möchten unsere E-Seminarreihe jetzt im Januar dem Klimaschutz, der Nachhaltigkeit und der Eingrenzung des Klimawandels widmen. Deswegen freue ich mich sehr, dass Herr Dr. Jens Gierig heute für uns Zeit gefunden hat, das Thema Kreislaufwirtschaft näher zu beleuchten. Herr Gierig hat sich nach seinem Studium in Chemie und seiner Promotion in physikalischer Chemie zuerst der Sicherheits- und Leistungsnormung gewidmet. Er ist inzwischen seit 5 Jahren bei Vorwerk als Manager für Technical Regulatory Affairs zuständig. Außerdem engagiert sich Herr Dr. Gierig in einigen Gremien der Normung auf nationaler und internationaler Ebene, die vor allem die Materialeffizienz, Haltbarkeit, Recyclingfähigkeit und natürlich die Kreislaufwirtschaft betreffen. Dies nur mal als kleinen Ausschnitt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Gierig. Ich bin gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und für die Möglichkeit. Der Titel der Präsentation heute: von der linearen Wirtschaft hin zur Kreislaufwirtschaft und warum Materialeffizienz da als Baustein immanent wichtig ist. Im Vortrag versuche ich nur den Begriff Circular Economy zu verwenden, da diese Begrifflichkeit sich eben etabliert hat und Kreislaufwirtschaft hat gerade in Deutschland ein bisschen eine andere Konnotation. Da komme ich aber später noch mal ganz kurz darauf zu sprechen. Was möchte ich Ihnen denn heute eigentlich erzählen? Der Anfang möchte ich natürlich mit einem klassischen Warum. Warum ist eine Circular Economy notwendig? Warum müssen wir unsere Art zu wirtschaften ändern? Dann möchte ich natürlich auch darauf eingehen, was versteht man überhaupt unter Circular Economy? Was bezeichnet dieser Begriff? Was beinhaltet das? Wer ist dann der dritte Teil? Wer ist denn überhaupt daran, dieses Konzept der Circular Economy umzusetzen? Was wird da gemacht? Was beinhaltet das? Und als vierten Punkt das Wie. Wie wird das überhaupt umgesetzt? Wie kann man bestimmte Circular Economy Aspekte denn messen und steuern und beeinflussen? Und bevor ich damit loslege, gestatten Sie mir einen kleinen Werbeblock. Wie schon erwähnt, arbeite ich für die Firma Vorwerk, ein seit 1883 bestehendes Familienunternehmen, bekannt vor allem durch die Staubsauger, die Kobold-Reihe, die nicht zuletzt Einklang in einen relativ bekannten Loriot-Sketch gefunden hat. Aber auch der Thermomix von uns ist in den letzten Jahren doch sehr, sehr beliebt geworden. Neben diesen zwei Produkten haben wir noch eine Teemaschine, Themial und allerlei andere Produkte, die wir feil bieten. So, genug des Werbeblocks. Fange ich doch mal an, das zu erzählen, wofür Sie sich alle eingeklinkt haben. Warum brauchen wir eine Circular Economy? Wir sehen ziemlich genau nach dem Zweiten Weltkrieg startend ein bisher ungekanntes Wachstum in der Weltbevölkerung und im Wohlstand der Weltbevölkerung. Aktuell leben knapp unter 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Die Tendenz ist stark steigend. Etwa zur Mitte des Jahrhunderts reden wir schon von 9 Milliarden Menschen und Ende des Jahrhunderts, so die Prognose, leben ungefähr 11 Milliarden Menschen auf unserer Erde. Zeitgleich wird der Wohlstand insgesamt auf dieser Erde immer weiter gemehrt. Die Menschen sind wohlhabender als noch vor ein oder zwei Generationen. Und das bringt natürlich einen erhöhten Konsumbedarf mit sich. Wenn sich die Menschen mehr leisten können, dann tun sie es auch. Wenn es mehr Menschen auf der Welt gibt, die sich mehr leisten können, dann werden
immer weitere, immer mehr Produkte oder Dienstleistungen nachgefragt. Die Konsequenz daraus können Sie sich sicher auch denken. Hier mal etwas symbolisch abgebildet, die Müllberge wachsen. Natürlich sieht man mit wachsender Bevölkerung und wachsendem Wohlstand auch ein Wachstum an Abfall, den die Menschheit als Ganzes verursacht. Aber natürlich auch, um diesen Abfall oder die vorher genutzten Produkte zu erzeugen, auch ein Wachstum an Rohstoffverbrauch. Der Rohstoffhunger in der Welt wächst auch in ungeahnte Höhen. Auch hier gehe ich in einer Minute etwas näher darauf ein. Nur damit Sie sich eine Vorstellung davon machen können, was das bedeutet, Wachstum an Abfall oder die Abfallberge generell. Im Jahr 2018 sprechen wir davon, dass etwa 50 Millionen Tonnen Elektroschrott, und das sind jetzt nur Elektrogeräte, auf die Deponien gewandert sind, also entsorgt worden sind. Der steigende Rohstoffhunger der Welt hat die Konsequenz, dass auch Stichtag oder Stichjahr 2018 bereits über 75% der Erdoberfläche Degradationserscheinungen zeigen. Ein Bild wie dieses haben Sie bestimmt auch schon mal in verschiedensten Medien gesehen, das typischerweise angespülte Strandplastik. Gerade habe ich noch von Elektroschrott gesprochen. Natürlich sind Elektrogeräte nicht das Einzige, was hergestellt und entsorgt wird. Auch Kunststoffe oder vor allem Kunststoffe finden sich immer wieder in den Medien als ein großes Problem unserer durchaus Wegwerfgesellschaft zu manchen Teilen. Jetzt ist es natürlich so, dass der Kunststoff, die Plastikprodukte oder Plastikverpackungen nicht immer nur am Strand angespült werden. Es bilden sich auch große Inseln auf den Weltmeeren. Nur um mal eine Vorstellung davon zu bekommen, eine sehr gut untersuchte Plastikinsel befindet sich im Nordpazifik und die hat eine Ausdehnung von zwischen 700.000 Quadratkilometern und 15 Millionen Quadratkilometer. Wenn man das jetzt in Relation setzt, die Landmasse von Europa ist ungefähr 10 Millionen Quadratkilometer groß. Also schon durchaus eine menschgemachte Erscheinung, die doch leider sehr bemerkenswert ist auf unseren Weltmeeren. Dieser Abfall kommt natürlich aus Produkten, die vorher genutzt wurden. Für diese Produkte mussten Ressourcen eingesetzt werden. Ein ganz schönes Schaubild dafür ist der Ressourcenverbrauch unserer Zivilisation aktuell. Man sieht, Anfang der 70er hat die Menschheit als Ganzes ungefähr so viele Ressourcen verbraucht, wie in einem Jahr wiederhergestellt werden, regeneriert werden auf unserer Erde. Das ist Schritt für Schritt gestiegen bis 2018, die letzte Zahl, die mir vorliegt. Dort ist unser Ressourcenverbrauch so weit angestiegen, dass wir die Ressourcen von 1,7 Erden in einem Jahr verbrauchen. Das lässt sich auch runterrechnen auf den sogenannten Earth Overshoot Day. Das ist der Tag, an dem wir die Ressourcen einer Erde für ein Jahr komplett verbraucht haben. Und wie Sie in dem Diagramm erkennen, dieser Tag rückt Jahr für Jahr etwas früher. Aktuell liegt er ungefähr bei 1. August bis Ende Juli, könnte man sagen. War, glaube ich, die letzte Zahl, die ich für 2020 gelesen habe. Das heißt, wir als Gesellschaft konsumieren zu viele Ressourcen. Die Folge davon, etwas symbolisch, der arme Eisbär, der auf seiner Scholle dahin treibt. Wie Sie sehen, im Hintergrund ist nicht mehr so viel Eis zu erkennen. Natürlich, wenn wir Ressourcen verbrauchen, ist der Effekt, der daraus entsteht, in letzter Konsequenz immer, dass treibhausschädliche Gase in unsere Atmosphäre emittiert werden. Diese, da erzähle ich Ihnen sicher auch nichts Neues, leisten dem Klimawandel natürlich Vorschub. Und um das auch ein bisschen mit Zahlen zu unterlegen,
wenn man sich das, die Eisschmelze in der Antarktis anschaut, so schmilzt derzeit das Eis etwa 6-mal so schnell, wie es noch in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Fall war. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, gut, wenn das Eis dort weg ist, was hätte das denn für eine Konsequenz? Nun, die Konsequenz ist, dass rein rechnerisch der Meeresspiegel um ungefähr 58 Meter ansteigen würde. Und dann wird es, wenn man sich das Ganze global anschaut, ziemlich ungemütlich auf unserer Welt. Nun, jetzt habe ich Sie die letzten paar Minuten wahrscheinlich genug mit Fakten des Status quo deprimiert und hoffe, Ihnen einen etwas positiveren Ausblick auf unsere Zukunft geben zu können. Wir wissen, wie wir jetzt gerade stehen. Was können wir machen, um das Ganze besser zu machen? Und eine Antwort auf diese Frage wäre tatsächlich die Circular Economy als Konzept. Also, was versteht man dann überhaupt darunter? Was kann ich Ihnen dazu erzählen? Nun, die lineare Wirtschaftsweise dürfte Ihnen hinlänglich bekannt sein. Man spricht typischerweise von Make-Use-Dispose-Wirtschaft. Also ich entziehe der Erde Rohstoffe, nutze diese, um Bauteile zu machen, fertige ein Produkt. Das wird genutzt und danach wird es entsorgt. Klassisch lineare Wirtschaftsweise. Das ist allerdings auch nur eine Näherung, denn so wirklich linear ist diese Wirtschaftsweise nicht. Wir haben auch jetzt schon Zyklen der Wartung von Produkten beziehungsweise der Produktreparatur, wenn mal ein Produkt defekt ist. Das heißt, wirklich ganz linear ist es nicht. Was müssen wir also tun, um zur Kreislaufwirtschaft zu kommen? Nun, wir müssen diese Box ganz rechts am Ende, das Entsorgen von Produkten, möglichst einstellen, so gut es geht. Konzeptionell funktioniert das, indem wir verbrauchte Produkte beziehungsweise Produkte, die nicht länger genutzt werden, sammeln, sie auseinanderbauen und dann versuchen, so gut es geht, Materialien wiederzugewinnen. Beziehungsweise, das kann man noch etwas weiter treiben, die gesammelten Produkte kann man versuchen, wiederzuverwenden beziehungsweise wieder aufzubereiten. Das wäre dann das Kästchen mit Refurbish und Remanufacture. Man kann die Haltbarkeit, die Funktionsbeständigkeit der Produkte erhöhen. Das wäre das Kästchen Durability, das Sie unter Use sehen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, nachdem ich mein Produkt auseinandergenommen habe, dass ich versuche, die Bauteile, aus denen das Produkt besteht, wiederzuverwenden bzw. wieder aufzubereiten, um sie in diese Bauteile in neuen Produkten einzusetzen. Und wenn das alles nicht hilft, dann kann man immer noch versuchen, über ein effizientes Materialrecycling wenigstens die Wertstoffe wiederzugewinnen. Das ist natürlich nicht überall und nicht immer möglich. Sollte das nicht mehr möglich sein, kann man immer noch versuchen, die Materialien zu verbrennen, um zumindest die inhärent vorhandene Energie zurückzugewinnen. Man kann versuchen, die Materialien in alternative oder andere Industrien zur Verwendung zu bringen. Und einen kleinen Teil der Materialien, der wird immer noch entsorgt werden. Ich denke, so ehrlich muss man sein, dass man Abfall nicht völlig vermeiden kann. Die grau unterlegten Kästchen, nachdem der Vortrag ja unter anderem auf Materialeffizienz abzielen soll. Materialeffizienzaspekte, die aktuell typischerweise diskutiert werden, finden Sie in diesen grau unterlegten Kästchen. Da geht es über Wartung, Reparatur, Funktionsbeständigkeit von Produkten bis hin zu allen möglichen Formen der Wiederverwendung, der Wiedernutzung von Materialien oder Bauteilen. Dort auf diese Thematik werde ich gegen Ende des Vortrags weiter eingehen. Nun, um die Frage zu beantworten, was versteht man denn unter Circular Economy? Aktuell gibt es auf ISO-Ebene ein eigenes technisches Komitee, das sich mit der Frage, was ist Circular Economy überhaupt, wie macht man das messbar, beschäftigt. Und die Definition, die zumindest als Entwurf vorliegt, sehen Sie hier links, ist ein Economic System that systematically or systemically maintains a circular flow of resources by regenerating, retaining or adding to their value while contributing to sustainable development. Die Prinzipien, die sich hinter dieser recht verschachtelten Definition verbirgen, sind, dass man so gut es geht versucht, Abfall und Verschmutzung aus Produkten herauszudesignen, dass man Produkte, solange es geht, nutzt
Und wenn man die Produkte schon nicht mehr nutzen kann, dann wenigstens die Materialien, also die Wertstoffe, die darin enthalten sind. Und das Ganze dazu nutzt, um natürliche Systeme zu regenerieren. Also zusammenfassend kann man sagen, dass mit der Circular Economy ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum, ein nachhaltiges Wirtschaften ermöglicht werden sollen, während, solange es möglich ist, der Wert der dort verwendeten Ressourcen erhalten bleiben soll. Um noch ein bisschen um den ideologischen Überbau zur Circular Economy zu geben. Die Circular Economy ist eingebettet in die sogenannten Sustainable Development Goals, die von der UN verabschiedet wurden. Dort sind Entwicklungsziele für ein nachhaltiges Morgen niedergeschrieben. Das reicht von sozialen Aspekten wie keine Armut, kein Hunger, ein hoher Standard an Gesundheit der Weltbevölkerung, bis hin zu dem hier markierten Sustainable Development Goal Nummer 12, ein verantwortungsvoller Konsum. Und die Idee ist, dass Circular Economy einen Weg in diesen verantwortungsvollen Konsum und eine verantwortungsvolle Produktion ebnet und es uns so ermöglicht, innerhalb unserer planetaren Grenzen zu wirtschaften und zu leben. Als nächstes möchte ich den Bogen schlagen, Circular Economy, was hat das mit Materialeffizienz zu tun? Ist schon ein bisschen angeklungen mit Produktnutzung, dass diese intensiviert werden soll. Hier kann man eine typischerweise im europäischen Kontext als Abfallhierarchie bezeichnete Gliederung vornehmen. Was gefördert werden soll, ist weit oben und grün, klassisch dem Energy Label, das Sie vielleicht von Haushaltsprodukten kennen. Und was möglichst vermieden werden soll oder nach und nach vermindert werden soll, ist weiter unten in eher rötlichen Farben dargestellt. Die Idee der Materialeffizienz ist es, so wenig wie möglich oder einfach weniger natürliche Ressourcen zu verbrauchen, die Produkte, die man herstellt, länger haltbar zu machen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn geht jedes Produkt kaputt, dann sollte es doch, wenn möglich, repariert werden, beziehungsweise einem Reuse, einer Wiederverwendung zugeführt werden. Produkte sollten, das beinhaltet jetzt nur die Nutzungsphase, in der Abfallphase, wenn Produkte tatsächlich entsorgt werden, dann sollten sie doch so gut es geht recycelt werden, um eben die Wertstoffe zu erhalten. Wenn dies nicht mehr möglich ist, dann hilft nur noch das, was unter Recovery bekannt ist, also die Energierückgewinnung, indem man Produkte bzw. Verpackungen verbrennt und die Energie wiedergewinnt bzw. für etwas anderes nutzt. Und die schlechteste Option ist natürlich die Deponierung, das heißt einfach auf die Müllkippe mit den Produkten. Das soll tunlichst vermieden werden und es gibt auch schon in verschiedenen Ländern Verbote, was die Deponierung von Abfällen angeht. Nun, nachdem ich ein bisschen darüber erzählt habe, was Circular Economy eigentlich ist, wenden wir uns doch dem zu, wer agiert da denn gerade? Was ist denn politisch geplant, um diese Circular Economy umzusetzen, um unsere Art des Wirtschaftens zu verändern? Nun, da tut sich tatsächlich einiges. Letztes Jahr wurde auf europäischer Ebene der sogenannte Circular Economy Action Plan oder auch Green Deal verabschiedet. Dieses Papier gilt als das wichtigste politische Ziel der von der Leyen-Kommission. Und hier finden sich einige Ansätze, die ich auch gerade eben schon erwähnt habe. Zum einen möchte man, dass Produkte in Zukunft haltbarer sind, dass sie wiederverwendet werden, dass sie nachrüstbar sind. Also das bedeutet, dass ich ein Upgrade oder ein Update beim Produkt durchführen kann, um es eben länger in Nutzung zu halten. Man möchte natürlich weg von gefährlichen Chemikalien in diesen Produkten. Generell sollen Produkte energie- und ressourceneffizient sein. Aber auch bereits verwendete und recycelte Produkte sollen ein neues Leben erhalten. Das heißt, es ist wünschenswert, dass Rezyklate in neue Produkte Einzug finden.
und dass generell ein hochwertiges Recycling gefördert wird. Wie gesagt, das ist, dieses Papier ist der politische Wunsch, was die nächsten Jahre angegangen werden soll auf europäischer Ebene. Jetzt besteht Europa natürlich aus sehr vielen Staaten. Was machen die denn? Nun schauen wir mal nach Deutschland. In Deutschland gibt es, also bei uns gibt es das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Ich benutze ungern das Wort Kreislaufwirtschaft für das Konzept der Circular Economy, denn in Deutschland ist die Kreislaufwirtschaft eben geprägt durch dieses Kreislaufwirtschaftsgesetz eigentlich historisch gesehen nur auf Abfall bezogen worden, also die, rein auf die Abfallwirtschaft. Und das wird dem Konzept der Circular Economy nicht gerecht. Allerdings ändert sich auch hier etwas. Im aktuell gültigen Kreislaufwirtschaftsgesetz wird ähnlich wie auf europäischer Ebene davon gesprochen, dass sich Hersteller doch tunlichst darum kümmern sollen, dass die Erzeugnisse, die sie auf den Markt werfen, ressourceneffizient sind, dass sie mehrfach verwendbar sind, dass sie langlebig sind, reparierbar. Genau dasselbe, was ich gerade über die europäische Ebene erzählt habe, also mehr oder weniger eine 1:1 Umsetzung. Was außerdem sehr interessant ist, ist, wenn wir zu unserem Nachbar nach Westen schauen. In Frankreich, dort ist man tatsächlich schon einen Schritt weiter, hat auch ein, ja, wenn ich es wörtlich übersetze, ein Kreislaufwirtschaftsgesetz, ein Circular Economy Law. Dort gibt es aber weitergehende Anforderungen. Tatsächlich ab 1. Januar diesen Jahres gibt es die Verpflichtung für Hersteller von bestimmten Produkten, eine Kennzeichnung durchzuführen, wie reparaturfähig ein Produkt ist. Das sehen Sie hier rechts, die Waschmaschinen. Waschmaschinen sind eine der Pilotprodukte, die dort aktuell schon erfasst sind, müssen so ein kleines Logo tragen, wo eben eine Reparaturfähigkeitsbewertung durchgeführt wurde. Und um den Verbraucher dahingehend zu bringen, reparaturfähige Produkte zu kaufen, ähnlich wie mit der Energieeffizienzkennzeichnung. Aktuell sind 5 Produktgruppen in dieser Pilotphase drin. Es soll aber perspektivisch auf alle Elektrogeräte ausgeweitet werden. In diesem Gesetz finden sich auch noch weitere sehr interessante Stellen. Tatsächlich plant man ab Beginn nächsten Jahres eine Mindestmenge an bereits recycelten Materialien in neuen Produkten vorzuschreiben. Auch das gibt es auf europäischer Ebene derzeit noch nicht, mit Ausnahme von Verpackungen. Da ist das tatsächlich schon der Fall. Und etwas weiter in die Zukunft gedacht, 2024 möchte man in Frankreich ein ähnliches Label wie für die Reparatur, nur für die Durability haben. Also es lässt sich vielleicht annähernd als Lebensdauer übersetzen, wobei das dem Ganzen auch nicht ganz gerecht wird, denn Lebensdauer ist ein Begriff, der nicht unbedingt nur rein technische Aspekte hat. Nicht immer werden Produkte entsorgt, nur weil sie defekt sind. In Deutschen versuchen wir das mit Funktionsbeständigkeit zu übersetzen. Nun, wie Sie sehen, es gibt allerlei unterschiedliche Initiativen, unsere Wirtschaftsweise zu verändern. Und jetzt komme ich auch schon zu meinem letzten Teil. Wie macht man das Ganze? Warum sind Normen dabei wichtig? Ich habe sie Ermöglicher genannt. Nun, Sie müssen sich vorstellen, wir haben jetzt verschiedenste Aspekte der Kreislaufwirtschaft oder genauer gesagt der Materialeffizienz. Wenn ich etwas verändern möchte, wenn ich etwas verbessern möchte, muss ich A, wissen, wo komme ich her, wo stehe ich gerade, und B, wie messe ich das überhaupt? Also woher weiß ich, wo ich gerade stehe? Und genau hier an diesem Punkt helfen Normen weiter, um das Ganze eben einzuschätzen. Hier möchte ich ein bisschen berichten aus der Arbeit, die ein europäisches Normungskomitee geleistet hat. Und zwar, wie Sie vielleicht wissen, gibt es eine Ökodesign-Richtlinie, also eine Richtlinie, die zur umweltverträglichen Gestaltung von Produkten führen soll. Die ist tatsächlich eine Anforderung, um legal Produkte in Europa in Verkehr zu bringen. Es gibt eine Auswahl an unterschiedlichsten Produkten, die unter diese Richtlinie fallen. Exemplarisch unten aufgezählt ist weiße Ware, aber auch Heizen, Kühlen, Lüften fällt drunter, Beleuchtungsmittel fallen drunter. Zum Teil Industriekomponenten, vor allem Elektromotoren, aber auch Elektronik ist dort mit zusammengefasst.
Die ganze Idee bei dieser Ökodesign-Richtlinie ist, Produkte so zu gestalten, dass sie energie- und ressourcenschonend gestaltet sind, aber auch im Sinne des Verbraucherschutzes fair aufgestellt sind und einen fairen Wettbewerb ermöglichen. Ich hatte vorhin schon mal diese Energieeffizienzkennzeichnung erwähnt, die fußt tatsächlich auf dieser Idee des Ökodesigns. Damit hat man sich jetzt die letzten knapp 10 Jahre beschäftigt. Inzwischen möchte man auch diesen Ressourcenschonungsanteil, den ich hervorgehoben habe, etwas weiter betrachten. Das ist derzeit nur in ausgewählten Fällen schon Realität. Ja, und was passiert? Es gab ein Mandat, ein Normungsmandat. Die Europäische Kommission ist zu den europäischen Standardisierungsorganisationen gegangen und hat gesagt, wir möchten gerne, dass ihr Normen erstellt, die Materialeffizienzaspekte bewertbar machen. Wie messe ich bestimmte Materialeffizienzaspekte? Das Ganze ist aktuell noch auf einem horizontalen Level. Das heißt, wir sind nicht produktspezifisch, sondern haben erstmal eine Methode zur Bewertung etabliert und niedergeschrieben. Und im nächsten Schritt wird das Ganze oder soll das Ganze auf einzelne Produkte runtergebrochen werden. Die Ziele, die man mit diesem Mandat verfolgt, sind analog zur Circular Economy. Man möchte die Produktlebensdauer verlängern. Man möchte, dass Bauteile wiederverwendet werden, wenn ein Produkt am Ende seines Lebenszyklus ist, beziehungsweise dass zumindest die dort enthaltenen Wertstoffe wiederverwendet werden, Einzug in neue Produkte finden und diesen Einsatz von wiederverwendeten Bauteilen und Rezyklaten fördern. Wie war die Arbeit da aufgebaut? Es gab 6 Arbeitsgruppen. Ich versuche das immer symbolisch durch diesen zugegeben nicht ganz so toll gezeichneten antiken griechischen Tempel darzustellen. Es gab das Ganze ruht auf dem Fundament der Arbeitsgruppe, die sich mit Definitionen beschäftigt. Da war die ganze Idee dabei, dass in dieser Arbeitsgruppe dafür gesorgt werden soll, dass alle anderen Arbeitsgruppen, wenn sie dieselben Begrifflichkeiten benutzen, auch dasselbe meinen, dasselbe Konzept dahinter steht. Die tragenden Säulen sind die unterschiedlichen Materialeffizienzaspekte, auf die ich jetzt gegen Ende meines Vortrags noch eingehen möchte. Von Durability, also Funktionsbeständigkeit, über die Fähigkeit eines Produktes repariert zu werden, auf die Fähigkeit remanufactured, also wieder aufbereitet zu werden, bis hin zu Recycling-Themen. Und das Ganze wird gekrönt von einem Dach, das schon von aus der Ferne sichtbar ist, wo Informationsanforderungen niedergelegt sind. Also wie kommuniziere ich die einzelnen Materialeffizienzaspekte? In der Kürze der Zeit möchte ich mich tatsächlich auf die unterschiedlichen Parameter, die tatsächlich gemessen werden, fokussieren und möchte da einen kurzen Schweinsgalopp da mal kurz durchgehen, um Ihnen einen Eindruck zu geben, was diskutiert wurde, worüber man sich unterhält. Fangen wir an mit der Norm zur Funktionsbeständigkeit, Durability. Da geht es darum, wie bewerte ich das für Produkte? Um das bewertbar zu machen, nun müssen wir erstmal verstehen, was bedeutet dieser Begriff, was soll der bedeuten? Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen anschaulich zu machen. Stellen Sie sich entlang des grünen Pfeils die Lebensdauer eines Produktes dar. Nun, zu irgendeinem Zeitpunkt, ganz am Anfang, ist die Erstbenutzung. Ich benutze ein Produkt ein allererstes Mal. Das funktioniert eine Weile, aber unweigerlich wird es irgendwann kaputt gehen. Zu diesem Zeitpunkt könnte man ein Produkt reparieren. Repariert man das Produkt, kann man das Produkt natürlich auch weiter nutzen, bis es zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht wieder ausfällt. Zu diesem Zeitpunkt könnte man sich überlegen, unterziehe ich diesem Produkt einer Generalüberholung? Das wäre dann dieses Konzept des Remanufacturings, also eine tiefgreifende Wiederaufbereitung des Produktes. Ist dies der Fall? Nun, dann kann ich das Produkt weiter nutzen, aber im Leben eines jeden Produktes kommt es irgendwann unweigerlich zum Ende der Nutzungsphase. Dann würde ein Produkt typischerweise entsorgt werden. Ein Grund dafür kann sein, dass ich das Produkt nicht länger reparieren kann. Nun, zwischendrin gibt es natürlich immer die Möglichkeit, ein Upgrade des Produktes durchzuführen. Von Produkt zu Produkt ist es natürlich ein bisschen unterschiedlich, inwieweit das realistisch ist.
Und außerdem gibt es auch immer zwischendrin die Möglichkeit der Wiederverwendung. Das können Sie sich so als grobe Stütze so ein bisschen als Second-Hand-Produkt vorstellen. Ein Produkt, das eigentlich noch funktioniert, das nur ein anderer Nutzer für sich nutzt. Nun, in der Norm haben wir dieses große Konzept, also von der Erstbenutzung bis zum unweigerlichen Ende der Nutzung, das versteht man als Durability, das ist die technische Funktionsbeständigkeit. Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, in dieser Norm wird auch die Zuverlässigkeit, die Reliability diskutiert, und zwar von der Erstbenutzung bis zum ersten Ausfall, tatsächlich auf Wunsch der Europäischen Kommission, weil man sich so erhofft, Regulierung erlassen zu können. Das nur als kleiner Einblick, was tatsächlich besprochen wird. Eine Methodik, wie das Ganze bewertet wird, findet sich in der Norm, greift jetzt aber, glaube ich, in diesem Rahmen ein bisschen tief. Die zweite Norm, die ich vorstellen möchte, hier geht es um die Aufarbeitbarkeit im Deutschen, also das Remanufacturing. Wie mache ich aus einem alten Produkt ein neues? Die Bewertung erfolgt im Endeffekt über eine Matrix. Das heißt, ich schaue mir bestimmte Produktattribute an. Wie einfach ist es, bestimmte Befestigungselemente oder Bauteile zu lokalisieren? Wie einfach komme ich an diese ran? Wie einfach kann ich ein Produkt auseinandernehmen und dann im Anschluss natürlich auch wieder zusammenbauen? Wie sieht es mit dem Verschleißwiderstand von unterschiedlichen Bauteilen aus? Und das Ganze wird projiziert auf die unterschiedlichen Aufarbeitungsschritte, also Schritte in einem Remanufacturing-Prozess. Typischerweise die Demontage ist immer ein Teil davon, das Produkt reinigen bzw. Bauteile reinigen, dann die tatsächliche Wiederaufbereitung, irgendwelche Bauteile austauschen und so weiter. Das wird gegeneinander bewertet und diese Punkte müsste man sich dann auf einer Produktebene genauer anschauen, um die Bewertung des Remanufacturings von so einem Produkt vornehmen zu können. Als nächste Norm, mir geht langsam die Zeit aus, als nächste Norm geht es um die Reparaturfähigkeit bzw. Reparierbarkeit, wird dort behandelt, aber auch die Wiederverwendbarkeit des Reuse, der sich nicht großartig von der Reparierbarkeit eines Produktes unterscheidet, und die Fähigkeit, ein Upgrade an einem Produkt ausführen zu können. Was wird da so ungefähr als Parameter beschrieben, damit Sie sich etwas unter vorstellen können? Es wird unter anderem eine Bewertung der Demontagetiefe vorgenommen. Das heißt, wie weit muss ich mein Produkt auseinanderbauen, um es reparieren zu können, um mein Bauteil austauschen zu können? Was für Befestigungselemente sind verwendet? Was für Werkzeuge brauche ich für meine Reparatur? Muss ich das in einer bestimmten Arbeitsumgebung machen oder kann ich das salopp gesagt auf dem Küchentisch erledigen? Brauche ich bestimmte Fähigkeiten, um eine Reparatur durchzuführen, oder kann das jedermann, auch ohne Vorkenntnisse? Und naja, noch weitere Parameter, die hier aufgeführt sind. Zum Beispiel, komme ich an Ersatzteile ran, komme ich an Informationen, an eine Reparaturanleitung ran und Ähnliches. Als nächste Norm möchte ich kurz vorstellen die Bewertung der Recyclingfähigkeit. Dort geht es um Recycling, aber auch Wiederverwertbarkeit, also Recovery, Energy Recovery. Es geht ein bisschen darum, wie komme ich an Bauteile ran, um sie für das Recycling auseinanderzunehmen, um ein höherwertiges Recycling zu gewährleisten. Und es geht außerdem noch um das Recycling von kritischen Rohstoffen, Critical Raw Materials. Das ist ein Konzept in der Europäischen Union, dass man bestimmte Substanzen, an die man nur relativ schwer rankommt, entweder weil diese Substanzen sehr selten sind oder weil es geopolitisch nicht ganz so einfach ist, an diese Substanzen zu kommen. Stellen Sie sich Kobalt vor, typischerweise für Lithium-Ionen-Batterien, dass man diese möglichst wiedergewinnt, um ein eigenes Ressourcenvorkommen in der Europäischen Union zu gewährleisten. Nun, was wir dort niedergeschrieben haben, ist im Endeffekt eine Werkzeugkiste, so können Sie sich es vorstellen. Man kann die Recyclingfähigkeit eines Produktes rein qualitativ bewerten. Das können Sie sich wie so eine Checkliste vorstellen. Da sind die schlimmsten No-Gos aufgeführt, die man tunlichst im Produktdesign vermeiden sollte, wenn man auch das Recycling dieses Produkts mitdenkt. Allerdings gibt es auch eine quantitative Bewertung.
zum einen vereinfacht, zum anderen detailliert. Der Unterschied zwischen beiden Bewertungsverfahren ist im Endeffekt einfach nur, ich schaue mir das tatsächliche Recycling, wie funktioniert das in der Realität, was für Prozesse sind dort und wie effizient sind diese Prozesse. Wenn ich die Effizienz dieser Recycling-Prozesse mit berücksichtige, bin ich in einer detaillierten Bewertung. Ansonsten kann ich eine einfache Bewertung durchführen, die im Wesentlichen binär ist. Gibt es Recyclingprozesse? Ja, nein. Und daraus lässt sich eine Recyclingfähigkeit errechnen. Wie gesagt, wir sind auf einer eher hohen horizontalen Ebene. Welcher dieser Ansätze am besten passt, muss dann eben Produkt für Produkt noch diskutiert werden. Als vorletzte Norm, die ich vorstellen möchte, ein allgemeines Verfahren, um die Bewertung von wiederverwendeten Komponenten, das heißt Bauteile, die schon mal in einem Produkt waren und dann in einem neuen Produkt wiederverwendet werden. Wie bewertet man das? Die Norm ist fast so kurz wie meine Zusammenfassung hier. Im Endeffekt hat man sich auf zwei Bewertungsmethoden geeinigt. Entweder ich schaue mir das Ganze massenbasiert an, und zwar die wiederverwendeten Komponenten, die wiege ich und setze in Relation zur Gesamtmasse des Produktes, oder anzahlbasiert, naja, ich zähle die wiederverwendeten Komponenten und setze sie in Relation zu der gesamten Anzahl von unterschiedlichen Bauteilen in meinem Produkt. Beides gibt mir einen prozentuellen Anteil an wiederverwendeten Komponenten in einem neuen Produkt. Last but not least, eine Norm, die sich mit dem Rezyklatanteil in neuen Produkten beschäftigt. Hier vielleicht der wichtigste Punkt, es wird zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Rezyklaten unterschieden, Pre-Consumer und Post-Consumer-Rezyklat. Pre-Consumer-Rezyklat ist typischerweise das, was man als Industrieabfälle bezeichnen könnte, also Abfall, der in der Produktion anfällt und der dort dann eben, die Materialien dann eben recycelt werden und einer neuen Bestimmung zugeführt werden. Post-Consumer-Rezyklat, naja, das ist im Prinzip all das, was Sie als Haushalte oder Ähnliches entsorgen und dann eben einem Recyclingprozess unterzogen wird. Der Vollständigkeit halber eine Berechnungsmethode dafür, relativ selbsterklärend, naja, ich nehme den Anteil an Rezyklat in verschiedenen Bauteilen, summiere das Ganze auf und setze es in Relation zum Gesamtgewicht meines Produktes. Das Ganze klingt jetzt furchtbar kompliziert. Warum ist das so? Naja, es wäre schön, wenn ich Rezyklate einfach messen könnte. Ich hätte irgendeine Prüfung, da stelle ich mein Produkt rein, drücke einen Knopf, warte drauf, bis die Prüfung abgeschlossen ist und kriege dann als Ergebnis 50% Rezyklat ist in diesem Produkt vorhanden. So einfach ist die Realität leider nicht, denn man muss natürlich sagen, als Hersteller ist dem Hersteller ist natürlich daran gelegen, dass wenn er Rezyklate für seine Produkte einsetzt, dass sie ziemlich identische Eigenschaften zu neuwertigen Materialien haben. Dementsprechend ist die physikalische oder chemische Unterscheidung von Rezyklat und neuwertigem Material sehr, sehr schwierig. Und das ist noch etwas einfach ausgedrückt. So. Damit, mit diesem kleinen Zugeben etwas schnellem Kurs durch die Normen, die wir zu dieser Thematik erarbeitet haben, komme ich zum Ende. Danke Ihnen natürlich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und vielen Dank. Okay, vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute uns ein bisschen das Thema der Kreislaufwirtschaft und Circular Economy näher zu bringen. Ja, vielleicht genau. Von meiner Seite noch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant und hat neue Aspekte geboten. Ja, vielen Dank. Vielen Dank und allen einen schönen Abend. Auch so.